Leute, Marc hier von MacMath Studios. Willkommen zu einem neuen Review. Heute stelle ich euch einen kleinen faltbaren RC-Quadcopter vor, und zwar den Zhongyang X31. Und das ist eine dieser kleinen Drohnen, die man komplett in der Fernsteuerung verstauen kann. Man kann ihn also zusammenklappen und wieder aufklappen. Das Ganze habe ich von Lightech.com, das ist ein asiatischer Versandhändler, bei dem ich ziemlich oft bestelle. Und dort kostet diese kleine Drohne nur rund 18 Euro, was echt extrem günstig ist. Alle Links und Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, packen wir den X31 einfach mal aus. Und in der zweiten Hälfte des Videos machen wir einen ausführlichen Probeflug damit. Auf meinem Kanal stelle ich euch ja Drohnen vor in allen verschiedenen Größen, und ich habe auch hier an so einer kleinen Drohne richtig Spaß, denn meistens sind die Flugeigenschaften dieser kleinen Quadcopter richtig gut, und ich bin sehr gespannt, wie sich das hier verhält. Wir haben hier schon den ganzen Packungsinhalt, die Anleitung, den Zubehörbeutel und eben die Fernbedienung, in der die Drohne verstaut ist. Die kann man dann einfach so hier rausnehmen und dann an den vier Seiten die Rotorgondeln komplett aufklappen. Die rasten dann am Ende ein, und dieses System habe ich in dieser Art schon öfters gesehen. Das ist auch zuverlässig, also einfach komplett vorklappen, und das hält dann auch so während des Fluges. Und mehr ist auch schon nicht zu machen, soweit ist die Drohne auch schon einsatzbereit. Für den Preis von unter 20 Euro gibt es hier keine großen Extras. Hier vorne wäre normalerweise eine Kamera, das hier ist die Version ohne Kamera. Hier ist nichts Besonderes dran, es gibt an der Seite noch einen On-Off-Schalter. Ansonsten gibt es unten noch ein LED und hinten eine Ladebuchse. An der Unterseite der Motorgondeln befinden sich weiche Gummifüße, falls man den Quadcopter indoor betreiben will. Und ich schalte den jetzt einfach mal ein, um die Funktion zu testen. Der Akku ist innen fest verbaut, den kann man also nicht herausnehmen. Ihr seht aber schon, das Ganze funktioniert. Vorne gibt es diese blauen LEDs und hinten eben das rote. Und so kann man jetzt einfach fliegen gehen, und am Ende, wenn man fertig ist, kann man die Drohne wieder zusammenklappen und das Ganze wieder in der Fernsteuerung verstauen. Zuerst klappt man die hinteren Beine ein und dann die vorderen, und dann kann man das Ganze einfach wieder in die Fernsteuerung einstecken. Vom System her funktioniert das, man muss nur ein bisschen aufpassen, wenn man das Ganze zurücklegt in die Fernbedienung, dass man die Rotoren nicht einklemmt mit dieser Klappe oben. Ansonsten bin ich ganz zufrieden damit, das funktioniert ganz easy. Es gibt diese kleine Drohne übrigens auch in zwei verschiedenen Farben. Ich habe hier den schwarzen, den gibt es auch noch in weiß. Als nächstes schauen wir uns noch die Fernbedienung an. Die liegt ganz gut in der Hand für die Größe, ist schon ziemlich klein, geht aber auf jeden Fall noch. Dann ist hier oben der On-Off-Schalter. Hier unten über die Steuerkreuze kann man den Quadcopter noch trimmen, das ist allerdings nicht nötig. Die einzigen Funktionen, die noch zu erwähnen wären, wären die Geschwindigkeit und die 360 Grad Flips. Das Ganze wird hier oben über die Schultertasten geschaltet. Der Quadcopter hat zwei verschiedene Geschwindigkeiten, und die kann man eben oben über die Schultertasten umschalten. Als nächstes werde ich jetzt hier noch die Batterien einlegen. Für den Betrieb benötigt man drei Batterien in der AAA-Größe. Dann hat die Fernbedienung ungefähr 50 Meter Reichweite, was für die Größe von RC Quadcopter noch super ist. Und ich würde sagen, die werde ich jetzt auch gleich einlegen und werde den ersten Probeflug machen. Dazu muss ich natürlich auch den Quadcopter noch aufladen. Das werde ich ebenfalls gleich machen. Die Fernbedienung macht auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck, und ich denke mal, da kommt man ganz gut mit klar. Als weiteres Zubehör gibt es natürlich noch den obligatorischen Zubehörbeutel. Da schauen wir gleich noch rein. Und es gibt natürlich auch noch eine Anleitung. Die ist in englischer und in chinesischer Sprache und erklärt eben die Grundfunktionen ganz genau und wie man das Ganze hier ein- und ausschaltet. Sollte man also einen kurzen Blick reinwerfen, um zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Im Zubehörbeutel befinden sich die Ersatzrotorblätter und das USB-Ladegerät, um den Akku im Quadcopter aufzuladen. Die Flugzeit des Quadcopters beträgt ungefähr 5 bis 7 Minuten. Das kommt immer darauf an, wie ihr den so rannehmt. Dazu muss man den Akku vorher aufladen, hier mit diesem Ladegerät. An dieser kleinen Buchse ist auch eine Ladeanzeige, und wenn die leuchtet, ist der Akku geladen. Das Ganze kommt jetzt ungefähr 40 Minuten ans Ladegerät, und wenn der Akku dann endlich voll geladen ist, geht's los zum ersten Probeflug mit dem X31. Hier schön an der Seite einschalten, die LEDs fangen dann an zu blinken und zeigen die Funktion. Danach die Fernbedienung einschalten, dann muss man den Quadcopter noch scharf schalten, indem man den Gashebel einmal komplett nach vorne und nach hinten bewegt. Dann piepst das kurz und das Teil ist einsatzbereit. Und dann geht's auch schon los zum ersten Flug. Ich fliege hier als erstes in Geschwindigkeitsstufe 1 und man merkt hier sofort, dass der X31 ziemlich giftig ist. Auf den ersten Blick fliegt er sich ziemlich unruhig, das pendelt sich dann so ein bisschen ein und man gewöhnt sich dran. Der reagiert halt super direkt auf die Eingabe der Fernbedienung und saust dann auch super los. Ich denke mal, von der Geschwindigkeit her eignet er sich weniger für den Anfänger, der das zum ersten Mal macht. Wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, könnte man den X31 auch indoor fliegen. Gewöhnt man sich so ein bisschen an die Steuerung, dann kann man den auch schon ganz
ganz präzise steuern und auch ruhig in der Luft stehen lassen. Aufgrund der Unterbringung in der Fernbedienung und der Preisklasse hat der kleine Quadcopter hier so ein bisschen Mitbringselcharakter, deswegen ist er auch eher an die Anfänger gerichtet. Man sollte sich auf jeden Fall eine große Wiese suchen und ganz feinfühlig mit der Steuerung umgehen, denn der kann schon ziemlich schnell wegsausen. Und hier macht einfach Übung den Meister. Wenn man eine weiche Wiese hat als Untergrund, dann kann eigentlich gar nichts passieren. Die Quadcopter sind schon ziemlich stabil verbaut. In der zweiten Geschwindigkeitsstufe kommen wir da schon in Regionen, die mir persönlich Spaß machen, denn hier kann man richtig gut Gas geben und das Teil ist auch richtig schnell. Und hier ist es vielleicht auch von Vorteil, dass der kleine Quadcopter so super direkt reagiert. Dabei ist das Flugverhalten trotzdem ziemlich unruhig und giftig. Man hat also jederzeit alle Hände voll zu tun, den gerade in der Luft zu halten. Dennoch macht das richtig Spaß damit, denn man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und dann geht das auch schon wunderbar von der Hand. Man kann super schnell abbremsen, Richtungswechsel machen, also das funktioniert schon einwandfrei. Und auch die Reichweite ist super, 50 Meter sind mindestens angegeben, bei Lightech steht sogar 50 bis 100 Meter und das kommt auch schon so hin. Ich habe den auch durchaus weiter geflogen als nur 50 Meter. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil für diese kleine Drohne hier. Insgesamt gefallen mir solche All-in-One-Lösungen, indem man einfach den Quadcopter in der Fernbedienung drin hat, den einfach auspacken kann, egal wo man ist, ein paar Rundflüge macht, das Ganze wieder einpacken, weitergeht. Leider gibt es keine Vorrichtung, um den Akku unterwegs zu laden. Das war schon öfters der Fall, dass da aus der Fernbedienung auch gleich ein Ladekabel herausschaute. Das ist hier nicht der Fall. Man muss den Akku also immer wieder am USB laden. Dazu empfiehlt es sich, ein Powerbank mitzunehmen. Die Ladezeit ist mit knapp 40 Minuten nicht ganz so hoch. Und demgegenüber stehen dann 5 bis 7 Minuten Flugzeit, in denen man auch richtig Gas geben kann. Also hat man sich an das Fliegen etwas gewöhnt, dann macht das durchaus Spaß damit. Ihr seht, wie super direkt der reagiert. Mit dem Sonyang X31 bekommt man einen richtig günstigen Quadcopter unter 20 Euro, den man wunderbar in der Fernsteuerung verstauen kann. Dazu ist das Teil extrem spritzig und reagiert giftig auf jede Eingabe, setzt aber alles höchst präzise um, das muss man schon sagen. Die Flugeigenschaften richten sich eher an den fortgeschrittenen Piloten. Anfänger sollten sich auf jeden Fall viel Platz nehmen, um das Teil hier starten zu lassen. Hat man sich aber an das wilde Teil hier gewöhnt, kann man damit richtige Highspeed-Manöver fliegen. Also von der Geschwindigkeit her bin ich durchaus überrascht, wie schnell der ist. Ladezeit und Flugzeit sind ebenfalls noch im Rahmen. Dazu kommt eine ganz gute Reichweite für diese kleine Fernbedienung und gerade für diese kleine Drohne hier. Und dann ist natürlich auch noch der Preis interessant. Wie gesagt, die Drohne kostet bei Lightech noch keine 19 Euro, was echt extrem günstig ist. Dafür ist die Leistung richtig gut und da kann man sich gar nicht beschweren. Der einzige Nachteil ist vielleicht, dass es außer dem Fliegen keine besonderen Funktionen gibt. Es gibt also keine Kamera etc. Genauso gibt es leider keine Ladevorrichtung, dass man den Akku sozusagen gleich über die Fernbedienung laden könnte. Das war es aber auch schon, was mir negativ aufgefallen ist. Ich werde jetzt mit der Drohne hier noch ein paar Runden drehen und komme leider langsam schon zum Ende. Wenn ihr Fragen habt zum Sonyang X31, dann schreibt ihr in die Kommentare, ich antworte euch sehr gerne. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMath Studios. Ciao!